There you are. Anna, it's already growing dark. You know how I feel about you being out at night. Grandpa, I'm fine. I was just finishing the chores around the farm. Oh, my dear, you needn't do so much. Come inside. Rest. It's fine, Grandpa. I like helping out around the house. I'm not so little anymore, you know? Yes. Quite right. Quite right. And I was thinking, well, maybe next week, instead of you, I can go sell our crops in the village? No. No. That is for me, and me alone. I'm sorry, my dear. It's just the things that are out there. Promise me you won't ever venture out into those woods. I promise. Good. Good. And when I do go, you must always remember, however near or far we may be, in our hearts, we carry our family. This is a tale that began in a number of places, as many often do. It began once with two sisters in a faraway school where children were cruel and misunderstood all the same. Today, however, it begins in a deep, dark wood, where a very special girl indeed was about to begin a long and perilous journey. Dedelic Entertainment präsentiert Annas Quest. Ein Spiel von Dane Krams. Produzent Tom Kersten. Der Executive Producer, jetzt habe ich den Namen nicht lesen können. Und da spielen eine Menge Leute mit und auch jemand als Anna. Und die Musik ist von Caden Green und das Theme war von Once upon a time, there was a girl named Anna, who lived with her grandfather in a deep, dark wood. He told her of all the evils that lurked outside the safety of their humble farm and warned her never to venture far. One night, however, the grandfather grew suddenly ill, yet he insisted Anna promise not to enter those woods. Her love for him was so strong that she could not, and at once set out on her ill-fated quest for a cure. The brave girl traveled cautiously into those woods, wary of all the stories her grandfather had told her. Careful as she was, however, a wicked old witch, filled with the most evil of intent, followed her from dark and foggy shadow. The old woman snatched the girl away, and in the darkest corner of those cursed woods, she locked her in a great tower. The witch, you see, had plans for the girl, but the girl had an unwavering determination to save her beloved grandpa. Ein kleines Experiment. Und ein Mauszeiger, den ich eigentlich raus haben wollte. So, jetzt. Oh, Grandpa. What have I gotten myself into? If only I'd have listened to you, then. Ja, so no, ist die Jugend. I can't think like that. Grandpa needs me. I have to find a way to help him. That's it. I don't know how I'll do it, but no matter what, I have to find an escape. Anna? Ah! Did you say something before? Who were you talking to? Just talking to myself, I guess. Well, stop it. It's weird. And come closer. I've told you 1,000 times I can't hear you properly over there. Möchtest du das Tutorial spielen? Ich glaube, besser ist. Willkommen im Tutorial. Das Tutorial wird dir Schritt für Schritt die Steuerung des Spiels beibringen. Benutze die Schultafel-Schaltfläche am oberen rechten Bildschirmrand, um die Tutorial-Nachrichten nochmal anzuzeigen. Anna wurde gebeten, näher zu kommen.
Durch Klicken auf irgendeinen Punkt auf dem Boden kannst du Anna bewegen. Versuch's mal. Bewege Anna näher an die Tür heran. So, Anna, how are you this evening? Müde, hungrig trifft's eigentlich ganz gut. Aber ich sag jetzt erstmal hey ho und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen ab heute Annas Quest. Ein Spiel von Dedelic. Und Dedelic sollte in der Point-and-Click-Adventure-Familie eigentlich bekannt sein. Da haben wir schon ein bisschen was von gespielt. Und auch hier haben wir wieder ein, jetzt auf den ersten Blick, wirklich absolut süßes Spiel. Und wenn ihr euch wundert, wo die männliche, tief basslastige, wunderschöne, klangvolle Stimme herkommt, das bin ich. Ihr seht mich aber diesmal nicht. Ich habe die Kamera ausgelassen, denn bei so wunderschönen Point-and-Click-Spielen ist die Kamera doch meistens sehr hinderlich, weil ich dann vielleicht doch mal das ein oder andere mit der, Kamera überdecke. Und ihr müsst ja auch nicht ständig meine dumme Fresse sehen. Vor allen Dingen, wo das Spiel doch so süß gezeichnet ist. Und ich muss mir auch nicht immer die Haare richten. Ich kann das einfach mal so wegspielen und nee, also in erster Linie wirklich, damit ich nichts verdecke, was ihr vielleicht dann nicht seht, und das wäre doof. Bei Point and Click ist das ohne Cam auch mal ganz angenehm. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an. Wir spielen ja immer noch das Tutorial, hat ja gerade erst angefangen, und für alle die, die der englischen Sprache nicht so mächtig sind, habe ich mal den deutschen Untertitel angestellt. Und ansonsten ist das Spiel ja auch auf Deutsch, nur die Synchronisation ist halt eben Englisch. Müssen wir jetzt durch, sind wir gemein, gehen wir einfach gemeinsam durch, würde ich sagen. Also schaffen wir. Und das trifft eigentlich meinen momentanen Zustand ganz gut. Deswegen. Tired, hungry, that's nice. Now listen carefully. The time has finally come for your experiment. Exercise. Yes, exercise. Exercise? See your nice red chair over there? Nice, I need you to go on and there? Sit in it. What? What exactly is this exercise? Just do as I say. Hallo, hallo? That is to say, come along, dear. Nothing to be afraid of. Be a good girl and sit in the chair now. Ja, meine Kleine, möchtest du mal einen echten Hasen sehen? Anna soll sich auf einen Stuhl setzen. Um das zu bewerkstelligen, klicke ihn an und interagiere mit dem Stuhl. Also ich kenne Affen im Zoo, die mit ihrem Stuhl interagieren und den dann durch die Gitterstäbe werfen. Ihr macht es einfach mal. Stuhl. Good. Very good. All right. Stay very still now, Anna. Oh, wir kriegen eine neue Dauerwelle. Now hop up, Anna. Quickly now. So tell me, do you feel different? Somehow different in your head, perhaps? Actually, yeah, I kind of do. I feel kind of sick and dizzy. Those lights were really intense. Oh, curse you, child. That should have brought out your powers. Superkräfte? Meine was? Kräfte wirklich? Sowas wie sich gleichzeitig den Kopf patschen und den Bauch reiben?
Oh ja, das ist wirklich, das ist eine super Kraft. Do you mean like pat my head and rub my tummy? It's pretty tricky, but I wouldn't call it a power. Your telekinesis. Show it to me. Und mal so ganz nebenbei, dieses Geknister kommt diesmal wirklich aus dem Spiel. Das ist kein Aufnahmefehler oder so wie sonst die letzte Zeit. Diesmal kommt es aus dem Lautsprecher. Telekinase? Telekinesis? I know you have it. I've seen it. If he has it, then you must have it. I'm sorry, I really don't know what you mean. I don't have any powers. This may be harder than I first thought. All right, all right. Go and pick up your spoon. No, that's okay. I'm not really that hungry. No, not to eat. Pick it up. Hold it out. And then think about nothing except the spoon bending. Jetzt soll man noch Löffel verbiegen hier. Come on, child. This seems rather silly, but I think the witch's patience is running out. I better just do as she says. Ich weiß, was die vorhat. Die will mit uns nach Las Vegas und hier mit uns die dicke Kohle abkassieren, glaube ich. Um den Löffel aufzunehmen, musst du ihn erstmal finden. Eine Hilfe, um interessante Objekte zu finden, ist die Hotspot-Taste. Mit ihr werden alle interaktiven Objekte einer Szene hervorgehoben. Halte hierzu die Mausrad-Taste oder die Leertaste gedrückt. Wir versuchen es mal mit der Leertaste. Die glänzt hier gerade so vor mich hin. Ah ja. Oh, sind ein paar. Du solltest die Objekte ansehen, bevor du sie aufhebst. Probier mal einen Rechtsklick auf die Suppe mit Löffel und benutze den Ansehen-Befehl. Das funktioniert auch mit anderen Charakteren. Suppe mit Löffel. Just looking at it reminds me of the gunk the witch fed me. Blech. Cooking is obviously not one of the witch's specialties. Jetzt kannst du den Löffel einsammeln. Benutze deine Primärinteraktion und hebe ihn auf. Meine Primärinteraktion. Oh, mach die Schrittgeräusche. Jeder Gegenstand, den du aufsammelst, wird im Inventar abgelegt. Auf das Inventar kannst du durch I oder Drehen des Mausrades zugegriffen werden. Auf das Inventar kann durch. Okay. Ah ja. Was? Anna hat eine besondere Fähigkeit. Telekinase. Diese hilft... Warte mal, nee. Anna hat eine besondere Fähigkeit. Telekinese. Diese hilft ihr, entfernte Objekte zu benutzen oder zu manipulieren. Um Annas Telekinese zu aktivieren, benutze das Gehirn-Icon am unteren Rand... Ach da, ja. Am unteren Rand des Bildschirms. Um die Telekinse auf den Löffel anzuwenden, aktiviere die Kraft und interagiere dann mit dem Löffel. Ja. Also, was? Hallo, kannst du mal das Inventar eingeblendet lassen, bitte? Bin ich jetzt doof, oder was? Hirn, Löffel. Zack. Concentrate on bending the spoon. All right, then. Here goes nothing. Der neue Uri Geller. I don't believe it. What? What did you say? What happened? I bent the spoon? Wow! Come closer, child. I can't hear you. It worked. It actually worked. I bent the spoon. Show it to me. Hold it up to the camera. Anna kann einen Gegenstand in die Hand nehmen und dann mit anderen Objekten interagieren. Nimm den verbogenen Löffel durch einen Klick im Inventar auf und schließe das Inventar, indem du ihn aus dem Inventar bewegst, dem Buch. Halte den Löffel in die Kamera, indem du sie mit dem Löffel anklickst. Okidoki. So, Löffel nehmen, aus dem Buch raus und auf die Kamera. See, look! I really did it! Yes. Yes. Ha 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 ha
Finally, it's mine. All mine. My precious. Was? Das hätte jetzt noch gefehlt. Oh. But I still have so many things to do. So many things to prepare. Anna, don't go anywhere. But there isn't anywhere to go. Yes, good girl, good girl. Oh, the day has come at last. Und das alles nur durch die Dauerwellenhaube, oder was? Whatever the witch is planning, it can't be good. Oh no, oh no. Was? Oha, oha. Sieht aus, als wenn der Teddy sprechen kann. Versuch mal. Oh no. Hey, halt mal die Klappe kurz. Versuch mal, ein Gespräch mit ihm anzufangen. Klicke den Teddy an und wähle den Sprechenbefehl. Halt doch mal die. Du kannst ja gleich. Hello? Is someone there? Hello? Sehr you geil. Can hear me? What is this? You can hear me. Oh boy, I wasn't sure if I'd be able to talk or not. Wow, that sure is a big relief. Is this another one of your tricks, witch? Anna? Oh no, shh. Anna, you gotta be quiet. Anna, who are you talking to? Oh no. What have I done? This is bad. I was talking to... No one. Just myself. Again. Anna, really? I wish you'd quit doing that already. You're distracting me. Hello? Who are you? Oh, I'm Bear? No, wait. That's not right. Bershen? Oh, Bershen? Wait. Yes! It's Ben! It's Ben! Wow, I remembered! You have trouble remembering things? Oh, yeah. Everything from before. I wasn't always like this. Was meinst du mit nicht immer so? What did you mean, not always like this? Oh, I'm really like you, Anna. You're a girl? No, yuck! I'm not a girl, silly. I'm a boy. Well, I was a boy when that old woman first brought me here. Also hat die Hexe, sie hat dir das so angetan? So the witch, she did this to you? Turned you into a teddy bear? Uh-huh. I think something went wrong. She screamed and said witchcraft was stupid, and I was so scared. So I just sat here and tried to stay as still and quiet as possible. Gee, Ben, that's awful. I'm sorry. Wie lange bist du schon How hier? Long have you been here for? Oh, I'm not really sure, but it sure feels like a long time. A very, very long time. I tell you, I was so happy when you came, Anna. Finally, a friend. Are you... Did you say you're gonna escape? Shh! Not so loud! Das kann nicht wahr sein, oder was hat ihr eben noch so... Wir machen mal das hier. What were you getting so worried about before? Oh, Anna, this is bad. Why? What is she planning? Well, I'm not sure, but it's bad. It's very bad. Just look at what she's done to me. And with that power of yours, she wants to take it from you somehow. I'm sure of it. This isn't happening. What isn't happening, Anna? This. Me talking to you. Isn't it? I'm not sure. I suppose it is. I think it is, Anna. Schon gut, Ben. Ich werde hier verschwinden. Und dich nehme ich natürlich mit. It's okay, Ben. I'm going to escape. Leicht. Well, we're going to escape. I'll take you with me. I knew it, Anna. I knew it. Oh, but
die anderen Stofftiere leben auch alle mit. Das sind bestimmt auch Kinder, oder? I'm not sure yet. I'm starting to think, though. Puppe, der Hase, this power of mine. Last oh yeah, I saw that. That's amazing. You are so clever. Yes, well, I guess I can bend spoons now, but it doesn't seem strong enough to do anything useful. If I could try that machine again, maybe I can make it stronger and... Oh no, Anna, you can't. It's too dangerous. It's all covered in cables and lights and machine things. Okay. Okay. Let me think about this. That blue light in the headgear thing, that's what seemed to bring this telekinesis out. So then, perhaps there's a way of removing that from the rest of the machine, or perhaps there's a way of controlling it from in here? Oh, Anna, you really are so smart. Ja, ich bin auch gerade überrascht. How are you gonna do that, Anna? I'll figure it out.